So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist 16:01 Uhr. Wir haben noch eine Minute draufgelegt, damit sich alle in Ruhe einwählen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Detlef Fechtner. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Börsen-Zeitung, aber heute hier nicht als Journalist, sondern in meiner Funktion als Moderator. Und ich habe eine große Freude, Ihnen ein ganz ausgezeichnetes Panel vorzustellen. Wir werden über die Entwicklung deutscher Großbanken und die Globalisierung sprechen in einem Webinar des Centers for Financial Studies und des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte. Und Sie werden hier diejenigen haben, die sich da ganz besonders auskennen. Ich kann mir kaum ein Panel vorstellen, das zu dem Thema der Geschichte und der Entwicklung der deutschen Großbanken im Moment sprechfähiger wäre, denn wir haben jeweils drei Autoren von Monografien, von Büchern, die sich mit der Geschichte von zwei deutschen Großbanken beschäftigt haben. Dazu in einer Sekunde. Ich möchte noch ganz kurz drei Vorbemerkungen loswerden. Die erste Vorbemerkung ist, wir sind begeistert über die Aufmerksamkeit, die wir erfahren. Wir sind per jetzt schon 170, 175 Teilnehmer. Ich freue mich, dass Sie die Zeit sich genommen haben und heute mit dabei sind. Diese Veranstaltung wird bilingual sein. Wir werden sie auf Deutsch halten, aber wir werden auch Teile davon, partly we will help this event in English. Wir haben Gäste, die Native English Speaker sind und wir wollen natürlich auch gerne Ihnen entgegenkommen. Und wir finden auch, dass das gut zu unserem Thema passt, weil ja auch in den Gremien der Banken ein gewisser Teil Englisch gesprochen wird. Das passt eigentlich ganz gut. Das Zweite ist, wir wünschen uns eine Kontroverse, eine fruchtbare Diskussion, aber wir wissen auch, dass viele von Ihnen heute noch andere Dinge vorhaben. Deswegen seien Sie versichert, dass wir ein Ende finden. Wir haben uns eine Stunde für das Panel vorgenommen und anschließend wird Harold James sprechen und wir haben dann noch mal eine Zeit zur Rückfrage und zur Diskussion seiner Thesen. Wir werden deutlich vor 18 Uhr zu einem Ende kommen. Also wenn Sie heute Abend eingeladen sind ins Theater, wenn es das schon wieder gibt, oder zum Barbecue, dann haben Sie keine Probleme, das wahrzunehmen. Und das Letzte ist, wir werden keine Diskussion vor Ihnen führen, sondern gerne eine Diskussion mit Ihnen führen. Das heißt, Sie haben Möglichkeit, sich zu beteiligen und wir freuen uns sehr über Ihre Fragen und Anmerkungen. Sie haben unten einen Button, der heißt F und A, Frage und Antwort, Q&A. Wenn Sie den betätigen, dann können Sie Fragen an mich schicken und ich werde mich bemühen, diese Fragen einzuspeisen in die Diskussion. Ich möchte Ihnen ganz schnell vorstellen, wer alles hier dabei ist. Ich habe gesagt, erstmal das Panel, das mit sechs Teilnehmern hier vertreten ist. Das sind jeweils drei Autoren, die ein Buch geschrieben haben über 150 Jahre Geschichte der Commerzbank und die drei Autoren, die das Buch geschrieben haben, 150 Jahre Deutsche Bank. Und ja, mit uns ist der Reihe nach Professor Werner Plumpe. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschichte hier an der Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Professor Dieter Ziegler ist dabei, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Auch Sie haben an einem der Bücher mitgeschrieben und auch Sie haben die Gründungsphase dort übernommen. Herzlich willkommen, Herr Professor Ziegler. Guten Abend. Dann haben wir mit dabei Professor Alexander Nützenadel, Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt in Berlin. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch dabei sind. Sie haben sozusagen den Mittelteil betreut und wir sind gespannt auf das, was Sie uns zu der Zeit nach der Gründung, aber auch vor der Jetztzeit zu sagen haben. Herzlich willkommen, Professor Nützenadel. Mit dabei haben wir auch Friederike Sattler, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie sind am Lehrstuhl von Herrn Plumpe und Sie haben auch als Autorin an diesen Büchern mitgewirkt. Frau Dr. Sattler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie Ja, dabei sind. danke. Und dann haben wir als letzte beide Panelisten haben wir Professor Stefan Paul, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität in Bochum, also noch jemand aus Bochum. Herzlich willkommen, Herr Professor Paul. Danke, hallo, guten Abend. And last but definitely not least, Professor Katrin Schenk. She is Professor of Economic and Social History at the
Faculty of History at Oxford University. Happy to have you, Professor Schenk. Thank you for coming. Guten Abend. So, without further ado, ich möchte gleich anfangen und wir wollen am Anfang der Bankengeschichte anfangen. Herr Plumper, an Sie die Eingangsfrage. Was bedeutet es, 1870 eine Universalbank zu sein? Na, zunächst eigentlich gar nichts, denn man ist ja keine Universalbank. Man fängt an will die Deutsche Bank in dem Zusammenhang, zu der ich mich äußern kann, man will den deutschen Außenhandel finanzieren. Das ist ein überaus gutes, attraktives, lukratives Geschäft. Der ist in den vergangenen Jahren sehr stark angewachsen. Da kann man viel Geld verdienen. Und es wird dummerweise im Wesentlichen in Großbritannien im Finanzplatz London verdient. Und man hat sehr viel Kenntnisse darüber, wie die Ströme sind. Man weiß, man muss da ein bisschen was tun. Das ist ein Geschäft, das auch sehr große Interessen hervorruft. Also es gibt gleichzeitig Initiativen in Hamburg, in anderen deutschen Städten. In den Bereich möchte man hinein und da fängt man eigentlich an. Und das führt dazu, dass die Deutsche Bank dann relativ frühzeitig noch in der Lizenzzeit einen Antrag stellt. Die Lizenz wird gewährt und man fängt an, dann den Außenhandel zu finanzieren und macht dann die Erfahrung, dass man im Außenhandel eigentlich nur leistungsfähig ist, wenn man eine relativ breite Bankbasis hat. Und insofern ist die Großbanktätigkeit, die Universalbanktätigkeit eher eine Art evolutorisches Beiprodukt dieser Geschichte gewesen. Man will konkurrenzfähig in der Außenhandelsfinanzierung sein und um das sein zu können, muss man sich auch im Inland, muss man im allgemeinen Bankgeschäft breiter, größer werden. Und dann profitiert man natürlich auch von Zufällen aus dieser Zeit, oder was heißt Zufälle, im Gründerkrach gehen viele Bankhäuser, die eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell haben, unter, Gründerkrach nach 1873, sodass die Deutsche Bank frühzeitig die Chance hat, andere insolvente Bankhäuser zu übernehmen und dadurch plötzlich einen Unterbau gewinnt, den sie zu Anfang vom Plan her gar nicht haben sollte. Und insofern rutscht man mehr oder weniger in die Universalbank hinein. Der Gründungsanlass war aber in der Tat ein anderer, nämlich die Finanzierung des Außenhandels. Herr Plumpe, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck. Also wir merken uns, man rutscht in die Universalbank, weil man eigentlich als Außenhandelsfinanzierer startet und merkt, dass man eine breite Basis braucht. Und Sie haben schon ein zweites Stichwort genannt, das wir nachher sicherlich auch aufgreifen. Die Frage der Konsolidierung, wie kommt es dazu, dass aus einem sehr flächigen System an Banken dann größere Einheiten entstehen und sich das konzentriert. Herr Ziegler, auch an Sie die Frage, Sie haben sich das bei der Commerzbank angeschaut, ist da auch der Außenhandel sozusagen die Triebkraft gewesen für die Gründung? Ja, vieles von dem, was Herr Plumpe gerade beschrieben hat, das gilt auch für die Commerzbank und deswegen konzentriere ich mich mal auf das, was sich unterscheidet. Also auch die Commerzbank rutscht zwar in dieses Universalbankgeschäft hinein, allerdings ist nicht als reine Außenhandelsbank gegründet worden. Ich meine, klar sollte der Außenhandel eine zentrale oder die Außenhandelsfinanzierung eine zentrale Rolle spielen. Sie ist ja auch in Hamburg gegründet worden und Hamburg ist als Finanzplatz jetzt eher zweitrangig in Deutschland oder im deutschen Zollverein gewesen, aber als Handelsplatz, vor allem Außenhandelsplatz natürlich absolut führend. So, Sie müssen sich die Gründung der Commerzbank so vorstellen, dass die Gründer ausschließlich Merchants waren. Und dieser Begriff Merchants ist jetzt keine Übersetzung von mir, sondern die haben sich selber so gesehen, weil ihr Geschäftsmodell entsprach den Merchants in der Londoner City. Hamburg gilt ja als die englischste Stadt des Kontinents. Und insofern hat man sich da ähnlich gesehen. Und was sind nun diese Merchants? Das sind zum einen Großhändler im Außenhandel, aber viele von denen haben sich im Laufe der Zeit dann vom Warenhandel immer mehr in den Geldhandel hineinbewegt. Das sind dann die Merchant Banks. Die heißen zwar, sie wollen zwar nicht Banks heißen, aber sie sind es de facto. Jedenfalls nach unserem deutschen Verständnis. So, und das gibt es auch in Hamburg. Es gibt also Merchants und es gibt Merchant Banks. Und die, also 10 von denen, schließen sich zu einer Art Konsortium zusammen, um eine Bank zu gründen. Denn man muss sich ja fragen, viele von diesen Gründern sind ja selber Bankiers. Und warum gründen die eigentlich eine Bank, die ihnen später mal Konkurrenz machen wird? Die Vorstellung ist die, dass man als Merchant eine große Bank braucht, wie Werner das gerade schon beschrieben hat, die eben auch in der Außenhandelsfinanzierung mit London mithalten kann. Das ist das eine. Das sind die Merchants. Die Merchant Bankers dagegen, die wollen zum einen, sehen sie ein, dass ihre Ressourcen nicht ausreichen, um dieses Geschäft
auf London-Niveau durchführen zu können. Und deswegen sind sie dabei, um eben auch zu verhindern, dass hier ein großer Konkurrent zu ihnen versteht. Das heißt, dieses Konsortium möchte, dass die ganz großen Geschäfte über die Commerzbank abgewickelt werden, also die Merchant Bankers jetzt, und dass der Rest natürlich bei ihnen bleibt. Und daraus gibt es auch eine Governance, die sich sehr unterscheidet von der Governance einer modernen Bank. Ganz herzlichen Dank. Ja, Sie haben auch einiges gesagt, was an Stichworten uns in der Diskussion nachher begleiten wird. Die Frage mit dem Wettbewerb mit London, wie kann man da mithalten mit den Finanzinstituten dort, wird uns an ganz anderen Stellen der Bankgeschichte auch nochmal interessieren. Und Sie haben auch das Stichwort gesagt, weil Sie über Hamburg gesprochen haben. Wir werden uns natürlich auch nochmal darüber unterhalten. Hamburg, Berlin, Frankfurt, die Konkurrenz mit London. Wo findet diese Universalbankengeschichte statt? Wir haben übrigens auch schon die erste Frage, die uns zwischenzeitlich hier ereilt hat, ob wir auch über die Dresdner Bank sprechen oder nur über die Commerzbank, die Deutsche. Unsere Vorstellung ist, dass wir über die Universalbankengeschichte sprechen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Damen und Herren, die hier dabei sind, sich jetzt mit zwei Banken insbesondere beschäftigt haben. Aber ich glaube, es wird die ein oder andere Stelle dieser Diskussion geben, wo wir auch über Dresdner oder auch über Hypo Vereinsbank sprechen. Es geht um Muster, es geht um grundsätzliche entwicklungsgeschichtliche Tendenzen und die betreffen nicht nur die Einzelinstitute. Ja, Herr Ziegler, ich möchte mit Ihnen noch ganz kurz weitermachen, um die Überleitung zu bekommen. Wir müssen ja in wenigen Minuten durch 150 Jahre durchhuschen. Deswegen, was passiert dann an Bruch in der Bankengeschichte? Wie verändern sich die Geschäftsmodelle und die Aufstellung in den Zeiten der Weltkriege? Naja, also die Geschäftsmodelle ändern sich zunächst mal eigentlich nicht. Man muss sich ja klar machen, wenn wir jetzt mal mit dem Ersten Weltkrieg anfangen, im August 1914 rechnet keiner mit einem langen Wirtschaftskrieg. Das heißt, man geht erstmal davon aus, dass man das Geschäftsmodell gar nicht verändern muss, sondern dass das, was jetzt an, sage ich mal, Notfallmaßnahmen passiert, dass das in wenigen Monaten wieder alles wieder rückabgewickelt wird. Das heißt, dass man dann zu einem normalen Bankgeschäft, wie man es vorher kannte, wieder zurückkommt. Das wird dann nicht passieren. Und während des gesamten Krieges, wo sich natürlich dann die Banken sehr viel stärker auf die Finanzierung der öffentlichen Hand, also insbesondere des Reiches, natürlich konzentrieren müssen, auch in der Mangelung von Alternativen, begreift man das aber nicht, dass es ein neues Geschäftsmodell ist, sondern man begreift es eben wirklich nur als Deformation oder als Übergang. Ja? Und beim Zweiten Weltkrieg ist es dann natürlich so, dass man auf den Vorbereiteter, weiß Gott, Vorbereiteter zusteuert. Die Commerzbank, und damit unterscheidet sie sich, und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von der Dresdner Bank, über die ich ja auch gearbeitet habe, vor 15 Jahren, unterscheidet sich dadurch, dass die Commerzbank sehr viel vorsichtiger ist. Also bei der Commerzbank ist relativ, also während die Dresdner Bank im Grunde die Staatsfinanzierung oder die Finanzierung der öffentlichen Hand, die Finanzierung der Autarkiewirtschaft, die jetzt aufgebaut wird ab 1936, als Chance begreift, die Deutsche Bank anzugreifen, also den Marktführer zu attackieren, hält sich die Commerzbank eher zurück. Das heißt, sie steigt wesentlich später in die Kriegsvorbereitungsfinanzierung ein und ist auch eher am Rande dabei. Also wenn Sie sich die großen Konsortien angucken, die dann die Autarkiewirtschaft finanzieren werden, das ist immer Dresdner Bank und Deutsche Bank, und die Commerzbank ist in der Regel dann zwar in den Konsortien ein Teil der Konsortien, aber niemals die Konsortialführerschaft, streben sie auch nicht an. Das heißt, grundsätzlich kann man, glaube ich, durch die gesamte Geschichte der Commerzbank so beobachten, ist sie eher vorsichtig. Also in der Commerzbank spricht man manchmal auch statt vom Aufsichtsrat, vom Vorsichtsrat. Ja, also das zeigt auch hier, dass man eben auch nicht zuletzt natürlich aufgrund der Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg und der Nachkriegsinflation mit dem Staat als Hauptschuldner natürlich sehr vorsichtig ist. Man hat ja auch in der Bankenkrise 1931 die Erfahrung gemacht, dass es sehr gefährlich ist, wenn man sich von einem Schuldner abhängig macht. Und deswegen würde ich auch im Zweiten Weltkrieg nicht sagen, dass sie ein neues Geschäftsmodell entwickeln, sondern sie passen sich den Umständen an und das jetzt nicht unbedingt mit Begeisterung. Wenn Sie jetzt natürlich auf andere Dinge, also sagen wir mal auf die Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus, wenn das auch ein Teil Ihrer Frage war, das würde ich dann lieber gerne gesondert beantworten. Also nicht, also würde ich ungern unter Geschäftsmodell subsumieren.
Absolut. Nein, dafür nehmen wir uns nachher nochmal kurz Zeit. Aber Sie haben, Herr Nützenadel, schon eine Brücke gebaut, indem Sie ja über die Dresdner und die Deutsche und Ihr Verhalten, wie gesagt, jetzt nicht im Sinne der politischen Verbrechen, sondern erstmal in der Frage des Wandels, des Geschäfts und der Aufstellung gesprochen haben. Also, auf einmal geht es um Staatsfinanzierung, auf einmal geht es um als Kapitalsammelstelle für ein kriegstreibendes Land. Was ist das, wie sieht das aus, Herr Nützenadel? Also zunächst mal verändert sich das Geschäftsmodell doch sehr grundlegend, weil der gesamte internationale Kapitalmarkt mit dem Ersten Weltkrieg wegbricht und die Banken sich sehr stark darauf einrichten müssen und sozusagen stärker auf den Inlandsmarkt konzentrieren. Und man merkt auch, dass sich die Struktur der Banken vom Ersten Weltkrieg an über Jahrzehnte hinweg sehr stark ändert in Richtung dieses Universalbankenmodells, nämlich dass sie Inlandsfilialen aufbauen, dass sie sozusagen durch Fusionen wachsen, also das externe Wachstum nicht mehr im Vordergrund steht und nicht das Wachstum aus sich selbst heraus, und dass sie versuchen, sozusagen neue Geschäftsmodelle mit dem Staat zu entwickeln. Das würde ich schon etwas aktiver sehen, als das Dieter Ziegler hier betont haben. Natürlich müssen sich die Banken, das tun sie immer, an die Rahmenbedingungen anpassen, aber sie tun es auch aktiv und sind auch Akteure dieses Prozesses. Und man merkt es zum Beispiel im ganzen Bereich des sozusagen langsam wieder anlaufenden internationalen Finanzgeschäftes in den 20er Jahren, dass die Banken ganz gezielt nach Lücken suchen, wo sie hineinstoßen können und wo sie eigene Geschäftstätigkeit wieder entwickeln können. Und genau das passiert ja dann auch in der NS-Zeit. Am Beispiel der Deutschen Bank kann man sehr gut erkennen, wie stark sie dann auch in Konkurrenz zu den anderen Großbanken versucht, sozusagen das europäische Geschäft durch den Aufbau eines eigenen europäischen Konzerns an sich heranzuziehen. Also sie sind sozusagen durch ihre Nähe an der Politik natürlich auch verwundbar geworden. Sie werden sozusagen dadurch sehr stark in eine Zwischenposition gebracht, die später dann auch negativ auf sie zurückwirkt. Aber das ist ihr Geschäftsmodell, das sie in dieser Zeit sehr stark entwickeln. Der NS-Staat interessanterweise reprivatisiert die Banken ja recht schnell, und er braucht auch private Banken, um sozusagen seine Expansion im Zweiten Weltkrieg erfolgreich durchzuführen. Er braucht sozusagen ein funktionierendes Geldwesen, ein funktionierendes Bankensystem für seine Expansion im Zweiten Weltkrieg. Also, da haben wir schon erste Anhaltspunkte, wie das, wie der NS-Staat versucht, seinen Finanzierungsbedarf dort zu decken. Wie Sie sagen, er braucht privatisierte Helfer dazu. Sie haben sich auch befasst in dem Buch, das uns hier vorliegt, mit der Zeit des Neuanfangs danach und des wirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands. Deswegen möchte ich Sie mitnehmen und die nächste Etappe dann auch noch mit Ihnen mal ansprechen. Wie wandeln sich denn die Großbanken in der Phase des Wirtschaftswunders? Sie haben eben schon deutlich gemacht, da gab es schon eine Menge Fusionen. Wir reden dann schon über die drei, die wir bis vor 10 Jahren hier auch immer als die drei Großbanken kannten, oder reden wir über andere Häuser? Herr Nützenadel. Naja, das sind schon, also das Geschäft, sagen der Großbanken konzentriert sich schon sehr stark auf diese drei Banken, während andere Großbanken eigentlich in der Bundesrepublik nicht mehr so eine starke Rolle spielen. Aber die Marktanteile der Großbanken, die in den 50er und 60er Jahren zunächst noch zunehmen, gehen nach und nach zurück. Also die Großbanken konkurrieren eigentlich zunehmend mit den Sparkassen, den Genossenschaftsbanken und anderen Bankinstituten, weil deren Geschäftsmodell sich immer mehr der klassischen Universalbanken annähert. Grundsätzlich ist es, wenn wir die 50er und 60er Jahre anschauen, natürlich zu beobachten, dass das Geschäftsmodell der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zunächst mal wieder aufgegriffen wird, nämlich den deutschen Export zu finanzieren und sozusagen die Industriefinanzierung noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Im Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre funktioniert das wunderbar. Man braucht große Banken, um große Industrievorhaben
finanzieren zu können. Das ist aber zugleich ein Problem in dem Maße, in dem in den 1970er Jahren dann sozusagen diese großen Industrieunternehmen auch in die Krise geraten und sich sozusagen auch ein Strukturwandel in der deutschen Wirtschaft bemerkbar macht, der dann sich sozusagen für dieses Geschäftsmodell dann letztlich auch als Nachteil herausstellt. Danke, Herr Nützenadel. Wobei ich gelernt habe beim Lesen Ihrer Bücher, dass gerade die strukturellen Krisen dieser Industrien ja im Falle von Didier oder Daimler oder Karstadt oder Hapag-Lloyd dann auch dazu geführt haben, dass wir irgendwann etwas haben, was wir als Deutschland AG bezeichnen, dass wir starke Industriebeteiligungen der großen Banken haben. Frau Dr. Sattler, an Sie auch die Frage, wie ist das, die Aufstellung, wie wandeln sich die Großbanken in dieser Phase des Wirtschaftswunders, wie die es ja manchmal nennt? Mir scheint es sehr wichtig, doch erst noch mal ein Wort über die alliierte Bankenpolitik zu verlieren, also deutlich zu unterstreichen, dass die Fortexistenz dieser Banken nach 1945 nicht gesichert ist, sondern eigentlich sie mit einem existenzbedrohenden Szenario konfrontiert sind, nämlich zerschlagen zu werden und nur noch auf regionaler Basis operieren zu dürfen. Und erst praktisch im Zuge des Wandels der alliierten Politik wird es dann deutlich in den frühen 50er Jahren, dass sowas wie eine Rezentralisierung dieser zerschlagenen Institute stattfinden kann. Und dabei zwischen den Großbanken. Also während, glaube ich, für die Deutsche Bank es niemals in Frage gestanden hat, sich wieder zu vereinigen und wieder als Deutsche Bank aufzutreten, ist bei der Commerzbank eine ganz interessante Eigendynamik zu beobachten in diesen ersten Jahren. Da ist nämlich durch die deutsche Teilung das Problem aufgetreten, dass die Commerzbank sehr stark in den jetzt im Osten liegenden Gebieten vertreten war und in Süddeutschland eigentlich noch gar keinen Fuß an die Erde bekommen hat. Sie hat deshalb eigentlich das Problem, dass sie nicht in der gesamten Bundesrepublik, der sich abzeichnenden Bundesrepublik, vertreten ist, sondern ein Schwergewicht in Düsseldorf und im Ruhrgebiet hat. Und das verschafft diesem regionalen Verband in Westdeutschland, in Düsseldorf, eigentlich ein sehr starkes Eigengewicht. Und die werfen durchaus die Frage auf, ob es nicht geschickter ist, wenn man praktisch seine eigenen Wege geht. Also die Commerzbank, aufgeteilt in drei regionale Banken, ist ein realistisches Szenario. Das wird erst später überwunden als bei der Deutschen Bank. Und dann stellt sich der Weg allerdings relativ ähnlich dar. Also der Einstieg in das Privatkundengeschäft ist ein sehr wichtiger Punkt, der 1959 vollzogen wird und der dann auch praktisch diesen Ausbau der Institute mit Filialen flächendeckender Art praktisch nach sich zieht. Und das ist praktisch der Auftakt zu einer neuen Variante von Universalbank, könnte man sagen, die jetzt selbstverständlich dieses Privatkundengeschäft mit drin hat, also mit den einfachen Privatkunden und damit einen ganz neuen Wettbewerb entfacht, der eben sich auch auf die Sparkassen und Kreditgenossenschaften bezieht. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sattler. Professor Schenk, we have now spoken a little bit about the dynamics up to the 80s, up to the early 90s. We have learned that after Second World War, Friederike Sattler has shown that it was not a natural way, but there was a kind of re-centralization after some years of discussions. Then there was an expansion in the retail banking, and so we have learned as well that that the German banks have taken stake in some industries and build up this Deutschland AG. So these are some formations within the years 57 to 80, 85, 89 as a special date. And now, what have been the driving forces for what's coming now? The internationalization, the expansion in somewhat called investment banking. I think that is your topic.
Indeed. I think just at the end of the period that Frederica was describing, we had the onslaught of the euro dollar market. We have a lot of financial innovation happening globally that leads to a much more integrated banking market, even during the Bretton Woods system when there were capital controls. So you're already kind of entering a period of internationalization as you're coming through the 1960s and into the 1970s. Through the 1980s and into the 1990s is when we normally talk about the onset of globalization. And there were a series of interconnecting, I guess, pressures or opportunities offered during this period, particularly during the 1990s. People often speak about the process of deregulation, the erosion in the Glass-Steagall Act, which allowed more combinations of investment banking and more universal banking in the United States, and offered opportunities also for European banks who had been commercial banks to get more involved in subsidiaries in the United States. So that kind of globalizes the European presence a little bit. Also, the general global macroeconomic environment changed quite dramatically with what we now, well, we used to call the Great Moderation, which was the precursor to the global financial crisis. But this period of relatively low and stable interest rates through the 1990s and relatively low and stable inflation overall in general, leading to a sort of a pursuit of yield with banks and others looking for yield and pushing them into maybe higher risk, higher return, nominal return types of assets. Again, a lot of financial innovation, a lot of securitization, and the changing really of banks' business models, including German banks, away from their traditional interest income, so making money by charging borrowers more than they're paying out to those who have deposited with them, and much more towards fee generation. So the advising on mergers and acquisitions, getting involved in IPOs, moving into the securities business, and ultimately trading on their own account. And this becomes a larger and larger proportion of overall income. So that's kind of the process that we see as sort of the underlying foundations, the great moderation, financial innovation, and deregulation. And just two more things, if I could take up your time a little bit, that are sometimes neglected. And one of them is about the changing, within the changing business models of banks, was also the changing human resource and labor market. And the sudden realization that in these new markets, the people that you could hold and the contacts that they had, the expertise and their own reputations became so important, that this was a very mobile resource. So these high-flying traders don't have a lot of loyalty necessarily to the bank where they began their careers. They move in quite large teams, and indeed Deutsche Bank took a lot of people from Merrill Lynch in the 1990s, for example, as well as from Warburgs and elsewhere. So this very slippery kind of mobile resource on which these fee generation in this business and getting the mandates really depended became very highly remunerated through bonuses and a very competitive international and global labor market, which had on costs for the banks themselves. And the second thing and last thing I'll say is that banks found that in order to compete in this business, they needed to be big. So in the 1990s, you see a lot of mergers and acquisitions. You see the big JP Morgan Chase, you see the big Citigroup being growing up. And of course you see Deutsche Bank taking over more than Grenfell. And then at the end of the 1990s, Bankers Trust. So there's almost sort of a moral or a competitive a push towards size that generates quite a lot of competitive fear, I think, about among those banks that want to be in that bulge bracket, that want to be in that competition with the largest of the American universal banks. Thank you very much, Catherine, showing that there are a lot of driving forces for the things happening, and starting from the aspect of size up to deregulation. Professor Stefan Paul, Sie haben das für diese Zeit für das andere Haus beobachtet. Und ich würde gerne Ihre Einschätzung jetzt hören, auch was sind denn die entscheidenden Faktoren, die doch zu einer entscheidenden Veränderung und einem Wandel in den Großbanken geführt haben.
Ja, vielen Dank. Wenn wir auf die Entwicklung hin zum Investmentbanking abzielen, und das ist ja Kern Ihrer Frage, glaube ich, gibt es drei Ursachen dafür. Das erste ist hier nicht Deregulierung, sondern ist Regulierung als Hintergrund, nämlich dass Ende der 80er Jahre eben der Basler Regulierungsprozess richtig Schwung aufgenommen hat. 1988 kam es ja zum ersten Akkord und das hieß, es gab einfach eine Strukturverschiebung, was die einzelnen Geschäftssparten anging. Kreditgeschäft ist tendenziell stärker belastet worden mit der knappen Ressource Eigenkapitalanforderung und insofern war es eine normale Ausweich-Arbitrage-Reaktion zu fragen, wo brauchen wir denn weniger Kapitalbindung? Und das war damals zumindest noch in weiten Teilen des Investmentbankings der Fall, dass eben nicht, wie Frau Schenk eben sagte, zinslastig war, sondern was eben auf der Provisionsbasis basierte, zum Teil ja auch gar nicht sich bilanziell abgebildet hat. Also das eine war sicherlich mal der Punkt, wir brauchen für dieses Geschäft einfach weniger von der bei der Commerzbank besonders knappen Ressource Eigenkapital. Denn das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, der in den Folgejahrzehnten auch für die Weiterentwicklung ausschlaggebend wird. Im Vergleich der beiden Häuser war die Commerzbank durch die schwere Krise Anfang der 80er Jahre, ich will nicht sagen ausgezehrt, aber man hatte viel weniger Reserven, insbesondere stille Reserven, als die Deutsche Bank sie hatte. Also erster Punkt, weniger Kapitalbindung und insofern auch höhere Renditen, die möglich waren auf die schmalere Kapitalbasis. Zweitens aber auch ein ganz gewichtiges Problem der Commerzbank, das chronisch defizitäre Privatkundengeschäft. Wenn Herr Plumpe eben noch sagte, man braucht eben die starke Heimatbasis. Die Heimatbasis wurde sozusagen zum Mühlstein. Wir finden ganz viel in den Quellen, das gesagt wurde, eigentlich müssten wir uns von diesen vielen lästigen Filialen trennen. Das können wir aber nicht. Insbesondere aus politischen Gründen nicht. Statt dieses defizitäre Privatkundengeschäft aber einmal richtig zu sanieren oder eben abzustoßen, hat man immer wieder Kompensationen auf der Renditeseite gesucht und das Investmentbanking, das versprach eben eine solche Kompensation. Aber der dritte Punkt, auch wenn man das nicht so richtig hart greifen kann als Wissenschaftler, es war auch ein allgemeiner Trend, ins Investmentbanking zu gehen. Man galt als verstaubt und altmodisch, wenn man das nicht gemacht hat. Und gerade die Commerzbank hat auch immer die Deutsche Bank als ein Vorbild gesehen. Also ist man auch dort eingestiegen. Aber jetzt kommt, glaube ich, auch das wichtige Problem, wenn man eben nicht als Erster in einem solchen Markt ist, sondern als Zweiter oder Dritter nur kommt, dann kriegt man tendenziell zum einen die schlechteren Akquisitionsobjekte. Das, was man dort zusammengekauft hatte, war eben, zumindest zeigte sich das später, nicht erste Wahl. Und zum Zweiten, Frau Schenk hat darauf hingewiesen, die kritische Ressource Personal. Auch hier wieder, wenn man nur als Zweiter oder Dritter in den Markt kommt, dann kriegt man eben nicht die besten Händler oder die ehrlichsten Händler. Und hier hat sich eben gezeigt, man war in ganz großem Maße auf die Akquisition von fremdem Fachwissen angewiesen. Das war extrem teuer. Und das Top-Management der Commerzbank war damals, so zeigen, glaube ich, die Quellen, auch nicht in der Lage, dieses Geschäftsfeld richtig zu steuern und zu kontrollieren, weil man davon schlicht zu wenig Ahnung hatte. Also dieses Spätkommen führt dann eben zu Problemen, die man auch nach ganz kurzer Zeit dann auch schon wieder beenden musste, weil man eben so wenig Ressourcen hatte. Das heißt, 7 oder 8 Jahre schon nach dem Einstieg ins Investmentbanking ist man auch schon wieder ausgestiegen. Und seither auch keine richtige Investmentbank mehr. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Paul, und ganz herzlichen Dank überhaupt an die Runde. Sie haben sozusagen in dieser Einführungsrunde uns sehr viel Stoff gegeben, den wir jetzt verfolgen können. Das Sportliche wird sein, dass wir es jetzt mal probieren, ein bisschen anhand von 2 oder 3 Stichworten zu bündeln. Unser Titel gibt uns im Grunde schon 2 Stichworte vor, nämlich Universalbank und auch Globalisierung oder Internationalisierung. Ich möchte mit dem ersten nochmal starten. Ich habe jetzt viel gelernt, dass das Privatkundengeschäft eigentlich nie so richtig, so war ein bisschen der Eindruck, nie aus dem Herz herauskam, dass man eine Privatkundenbank sein wollte, sondern dass man eine Basis brauchte, Massengeschäft machen musste, dass es politischen Druck gab. Und dass man das deswegen aufgebaut hat an einem schwierigen Standort, in dem man eine scharfe Konkurrenz mit den genossenschaftlichen und Sparkassengruppen hatte. Vielleicht nochmal die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Da haben wir gesagt, was hieß das damals, eine Universalbank zu sein? Wenn wir es jetzt etwas breiter nehmen für die gesamte Zeit, was
hat sich eigentlich verändert? Was ist der Charakter einer Universalbank in Deutschland? Was ist eigentlich geblieben über die Jahre? Was ist vielleicht auch wieder zurückgekommen? Es gibt auch einen Hinweis in einem der Bücher, dass wir eigentlich auch ein gewisses Rückkehren, pointiert gesagt, zu den Wurzeln 1990 dann wieder erleben, im Sinne von einer Internationalisierung und Blick nach in den Außenhandel. Meine Frage an Sie, was sind sozusagen die zentralen Elemente, Schritte, die Sie dort festhalten können für das Thema Universalbank? Was hieß das damals, was heißt das heute, wo ist das Gemeinsame in dieser Geschichte? Vielleicht, wenn Sie mir ein paar Handzeichen signalisieren, Herr Plumpe, wenn Sie beginnen. Ich fange vielleicht an, ganz kurz, das passt ja zeitlich auch. Ich will das gar nicht lang machen. Es ist ganz schwierig, das Modell der Universalbank aus der Perspektive seiner Krise allein zu betrachten. Das führt zu einem herrlichen Anachronismus. Dass das vor dem Ersten Weltkrieg so entstanden ist und dass das sich als sehr leistungsfähig herausgestellt hat, ist ja gerade das Geheimnis der Deutschen Bank gewesen, die bei ihren Konkurrenten als sogenannte Saugpumpe galt. Das ist ein Begriff, den der Biograf von Hansemann aufgestellt hat. Die waren eben in der Finanzierung ihres Geschäftes, im Aktiv- und Passivgeschäft, eine überaus leistungsfähige Einrichtung, die ein erhebliches Passivgeschäft mit einem eben gezielt, sowohl was die inländische Industriefinanzierung als auch was die internationalen Projekte anging, Aktivgeschäft genial gut verbunden hat, das sehr gut gemacht hat, ein ordentliches Risikomanagement hat. Viele der Risikostrukturierungseinrichtungen, die wir heute noch haben, die gehen ja alle zurück auf die Entscheidungen, die man vor dem Ersten Weltkrieg getroffen hat. Und das, wenn man so will, Fatale am Ersten Weltkrieg besteht ja gerade darin, dass man diese relativ breiten Kompetenzen, die man sowohl im Passivgeschäft als auch im Aktivgeschäft auf dem nationalen, auf dem internationalen Markt hat, dass man das plötzlich gezwungenermaßen zurückführen muss. Das ist eben weg, das internationale Kapitalmarktgeschäft. Und da kommt man auch nicht wirklich wieder hinein in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und in den 50er Jahren, um bei Alexander Nützeneil nochmal vielleicht vorzugreifen, werden auch nur bestimmte Qualitäten in der Bank eben sehr stark und entwickeln sich sehr stark, sodass im Grunde genommen man Kompetenzen verliert, die man vor dem Ersten Weltkrieg hatte und die einem dann bei einer vielleicht normaleren, ruhigeren Entwicklung dann in den 60er, 70er Jahren für den Strukturwandel auch zur Verfügung gestanden hätten. Die Deutsche Bank hatte eben schon seit den 1870er Jahren eine Filiale in London, die hatte sehr gutes Personal in London. Ein großer Teil der führenden späteren Mitarbeiter der Deutschen Bank ist durch die Londoner Filiale in Ausbildungsschritten und hindurchgegangen. Und das ist 1914 dann alles weg. Und insofern fehlt, sowohl was die Personal Resources angeht, als auch was die Kapitalmarktpraktik angeht, seit 1914 dieser Punkt. Vor 1914, als das Universalbankmodell entstand, war das, wenn man so will, ausbalanciert. Was man im Inlandsgeschäft machte, was im Auslandsgeschäft machte, das war positiv aufeinander bezogen. Und insofern könnte man eben zusammenfassend sagen, der Erste Weltkrieg stellt einen massiven Einschnitt dar, weil man dieses ausbalancierte Geschäft, was man vorher hatte, nicht mehr weiter fortsetzen kann. Wie ist das mit der Balance in den späteren Zeiten? Will jemand dort anschließen von Ihnen? Und ja, bitte, Herr Nützenadel und dann vielleicht Frau Sattler noch. Also ich glaube, das Universalbankensystem erweist sich schon als großes Problem, weil die Banken und die Deutsche Bank speziell versucht, in alle Finanzbereiche hineinzustoßen. Das merkt man vor allen Dingen dann in den 70er und 80er Jahren. Neben den zahlreichen Industriebeteiligungen sind es ja vor allen Dingen die sozusagen Versuche, dann auch noch das Versicherungsgeschäft an sich heranzuziehen, in das Bauspargeschäft einzudringen und so weiter und so fort. Und dann kommt die Expansion ins internationale Kapitalmarktgeschäft und die Bank macht einfach zu viel. Sie entwickelt eine Konzernstruktur mit zahlreichen Beteiligungen und Tochtergesellschaften, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und ich glaube, dass und versucht sozusagen quer zu finanzieren. Die rückläufigen Erträge im klassischen Kerngeschäft der Bank werden durch Einnahmen aus den Beteiligungen gegenfinanziert. Dadurch werden manche Probleme, die die Bank in den 70er und 80er Jahren haben, kaschiert. Aber eigentlich ist die Ertragslage im klassischen Bankgeschäft bei der Deutschen Bank und auch bei den anderen Großbanken schon in den 70er und 80er Jahren prekär. Man merkt sozusagen erst sehr spät, dass dieses Universalbankenmodell an seine Grenzen stößt, ist aber nicht in der Lage, Strukturreformen durchzuführen, sondern versucht sozusagen sich dann durch die Reformen in den 90er Jahren und das Eindringen in das internationale Kapitalmarktgeschäft eben wieder darüber hinwegzubringen. Aber die eigentlichen Strukturreformen
finden nicht statt und die Banken machen eigentlich zu viel und nicht zu wenig. Ganz herzlichen Dank. Frau Sattler, wenn Sie noch was ergänzen. Ja, vielleicht zwei Punkte dazu zum Stichwort Ausbalancierung. Also wenn man in die 60er zurückgeht nochmal, muss man, glaube ich, sehen, dass das eigentlich für die Banken eine sehr gute Idee ist, in dieses Privatkundengeschäft mit den breiteren Schichten praktisch einzusteigen und dort auch weiter auszubauen, die Kapazitäten, was Filialen und so weiter angeht. Der Lebensstandard steigt, die Einkommen der Bevölkerung steigen, der Kapitalmarkt liegt eigentlich noch weitgehend da nieder. Von daher ist das ein Modell, was sehr gut funktioniert und sie eigentlich auch überhaupt erst in die Lage versetzt, wieder an internationales Geschäft zu denken, also an Investitionen in diesen Bereich. Und hinzu kommt, wenn man jetzt in die 80er Jahre hineingeht, finde ich ein sehr wichtiger Punkt zu sehen, dass praktisch dieses Modell der Trennbank, was ja das Gegenmodell zum Beispiel zur Universalbank darstellt, was auf die Weltwirtschaftskrise zurückgeht, eigentlich unter Druck gerät in den 80er Jahren. Es ist im Grunde genommen international die Universalbank, die als die vorteilhaftere Bank gilt, weil sie theoretisch zumindest in der Lage ist, die Schwierigkeiten auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern besser auszubalancieren. Und in diesem Gefühl agieren, glaube ich, ganz stark die deutschen Großbanken in den 80er Jahren, als sie sich auf das internationale Parkett begeben. Sie sind eigentlich davon überzeugt, das überlegenere Geschäftsmodell zu vertreten und den Wind der Zeit praktisch im Rücken zu haben, weil sie merken, auch bedingt durch die internationale Schuldenkrise der 80er Jahre, dass insbesondere amerikanische Großbanken ein Problem haben und sich aus bestimmten Märkten auch wieder zurückziehen müssen. Und das ist die Chance für die deutschen Großbanken, insbesondere die Deutsche Bank, jetzt tatsächlich im Wettbewerb mit den anderen internationalen Wettbewerbern praktisch voranzukommen und sich dort zu behaupten. Ganz herzlichen Dank. Ja, I would like to put the focus on the most recent development, and therefore I would like to ask Catherine Schenk and Stefan Paul, can we still speak about Universalbank if we see the German Universalbanken after the financial market crisis and after what Stefan have said, there, well, decline in the investment banking activities. I would like to start with Catherine and Professor Paul. Ich hätte für Sie dann auch noch eine Zuschauerfrage, die wir gleich mit integrieren. Please, Catherine. Thank you. I'm not sure I followed the entire part of the earlier conversation about the universal banking. I wanted to remark, however, that this tension between universal banking and investment banking was a real stress within Deutsche Bank in the 1990s, that their discussions about how to integrate and create an investment bank within or beside or as part of Deutsche Bank was a very long drawn out and very heated and I think quite harmful debate within the bank itself. And a lot of that cycled around those on the management board who are very concerned to retain the universal bank nature of Deutsche Bank within Germany and not to allow this special and important identity of the bank to be lost or undermined through investment banking, through adding on investment banking into the bank's structures. And so the way that this was resolved, I think, was quite awkward and prolonged. And I think that sense of identity between a traditional German universal bank and what you might think as a global universal bank or a global investment bank was really in the end not very adequately resolved. And the compromises really did make this quite difficult within Deutsche Bank. So whether we now say we still have universal banks, the nature of universal banking has changed over the centuries in which it has been used, and it needs to respond to the nature of the environment. I think the banking environment in Germany is particularly interesting because of the
challenges in the retail banking, the competitiveness of retail banking. And this poses particular challenges, I think, for the large German banks to be competing for domestic deposits and those kinds of stable sources of funds that other banks might not have faced in other kinds of banking systems. So I'm not sure that answers your question directly about whether we can still call them universal banks. I think the definition of a universal bank, they talk about JP Morgan Chase as a universal bank. They talk about Citigroup as a universal bank. I think the definition is maybe not as set in stone as it is sometimes perceived. Thank you very much, Catherine. Yeah, very much indeed. Ich würde, Herr Paul, gerne noch eine Frage mit aufnehmen, die uns hier zugereicht wurde. Da die kurze Bemerkung, wir haben auch ein paar Fragen bekommen, die jetzt speziell auf die Deutsche Bank oder auf die Commerzbank abzielen. Da würden wir Sie bitten, dann direkt mit den Referenten hier in Kontakt zu treten, weil wir natürlich hier die etwas breitere Sicht uns anschauen wollen. Aber hier kommt eine Frage zu Ihrer Aussage, wer als Zweiter kommt, der kann eigentlich nicht mehr so gut gewinnen oder nicht mehr so gut erfolgreich sein. Da heißt es, dass die Aussage ist nachvollziehbar, aber liegen die Fehler nicht woanders? Wie sehen Sie das? Wenn Sie das noch am Rande auch aufnehmen, weil es sich direkt auf Ihren Beitrag eben bezogen hat, Herr Paul, bitte. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal Definition Universalbank. Tatsächlich, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich glaube, wir können sagen, in Deutschland gibt es überhaupt keine Universalbank mehr, wenn wir den ganz breiten Ansatz wählen. Höchstens eben noch das, was bei der Deutschen Bank davon verblieben ist. Und nach dem letzten Strategieschwenk ist das meines Erachtens auch nicht mehr so schrecklich viel. Also eine wirkliche Universalbank gibt es nicht. Und ich glaube, dass es sie auch deshalb nie gegeben hat in Deutschland, wenn man also das Investmentbanking mal mit dazu zählt, weil es keiner Bank so richtig gelungen ist, die Dinge zu integrieren. Und das war ja vielleicht das, was Herr Plumpe auch hervorgehoben hat für einen anderen Zeitraum. Es reicht ja nicht sozusagen, Beteiligungen oder Geschäftsfelder nebeneinander zu stellen, sondern diese Dinge machen eben auch nur Sinn, wenn man Geschäfte hat, die da auch entsprechende Synergieeffekte aufweisen, beziehungsweise auch wirkliche Diversifikationswirkungen entfalten können, wie Frau Sattler das sagte. Also zumindest für den von mir beobachteten Zeitraum, da denke ich, hat das keiner so richtig hingekriegt. Und ich glaube, die Schwierigkeiten lagen darin, dass man viel zu viel Silo-Denken zugelassen hat und die Anforderungen an die Mitarbeiter und damit auch die Unternehmenskulturen so unterschiedlich waren, dass es zumindest nicht gelungen ist, es zusammenzuführen. Ob man es überhaupt schaffen kann, das vermag ich nicht zu sagen. Aber man hat es zumindest nicht hinbekommen. Die Akquisitionen, die ich erwähnt habe, nochmal, das waren ja insbesondere die Namen Jupiter, Martingale, Montgomery, für diejenigen, die da ein bisschen tiefer eingetaucht sind. Ich glaube schon, dass das zum einen nicht die richtigen Akquisitionsobjekte waren, weil sie keinen strategischen Sprung für die Bank bedeutet haben. Das wäre mit anderen Objekten, die aber von anderen schon aufgekauft waren, viel eher möglich gewesen. Lagen die Fehler woanders? Naja, man kann natürlich sagen, selbst wenn man das Falsche eingekauft hat, kann man es immer noch gut entwickeln. Aber auch das ist dann nicht gelungen, weil es insbesondere auf der Personalseite überhaupt kein Know-how gab, diese Beteiligung so zu führen, dass sie im Gesamtkonzern auch wirklich nutzbringend hätten werden können. Das vielleicht dazu. Ganz herzlichen Dank. Also wir haben ja schon ein bisschen Raumtemperatur hier, weil wir in Frage stellen, ob eigentlich das Thema, das wir uns gesetzt haben, so genau passt. Die Universalbanken, sind sie eigentlich wirklich Universalbanken im Sinne von integrierten Universalbanken? Herr Professor Ziegler, wenn ich Sie bitten darf. Ja, also was jetzt meinen Zeitraum betrifft, also die ersten 75 Jahre, da hat es nun ganz sicher Universalbanken gegeben. Ich meine, die Universalbank entsteht in Deutschland und Deutschland ist ja nun, wenn Sie so wollen, der Prototyp oder das Land, das den Prototyp des Mixed Banking entwickelt hat. Also entstanden sind die Universalbanken einfach deswegen, weil der Finanzmarkt in Deutschland verglichen mit Großbritannien total unterentwickelt war. Und die Banken haben im Grunde das gemacht, was sie machen, alles das gemacht, was sie machen durften. Und wir sollten jetzt nicht zu sehr auf das internationale Geschäft gucken, sondern was die Universalbank eben auszeichnet, ist, dass sie das kurzfristige, das langfristige Kreditgeschäft verbinden und dass sie aus dem langfristigen Kreditgeschäft eben das Emissionsgeschäft und damit auch der Wertpapierhandel entwickelt. Und genau das haben die eben gemacht. Und sie haben das so extrem erfolgreich gemacht bis 1931.
dass es in vielen anderen Ländern kopiert worden ist. Also ich denke nur an Italien, ich denke an Schweden. Und selbst in Großbritannien hat man in den 20er Jahren Jakob Goldschmidt eingeladen, also den Chef der Dunard Bank, der wird wenige Monate später dann im Zentrum der Bankenkrise stehen. Aber den hat man zum Macmillan-Ausschuss eingeladen, der einfach die Aufgabe hatte, also ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in England, der die Aufgabe hatte, die Defizite des britischen Bankensystems zu untersuchen und Vorschläge zu unterbreiten, wie man das machen kann. Und man hat eben Jakob Goldschmidt eingeladen, um zu gucken, was können die Deutschen, was ist in einem deutschen System vielleicht überlegen. Das Gleiche hat sich dann in den 80er Jahren nochmal wiederholt. Ich habe jetzt vergessen, wie der Ausschuss da hieß. Das ist ja nicht meine Zeit. Aber das ist keineswegs so, dass ich, sagen wir mal, während dieser 150 Jahre erstens das Trennbankensystem als leistungsfähiger entwickelt, gezeigt hat. Das ist absolut nicht so. Und zweitens kann man auch überhaupt nicht sagen, dass die Universalbanken keine Universalbanken gewesen sind. Also da muss ich mich doch jetzt deutlich dagegen wehren, jedenfalls für die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, dass ich jetzt, sagen wir mal, durch meine Beschäftigung mit Commerzbank und Dresdner Bank überschauen kann. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir auch zeitlich über einen sehr langen Strahl sprechen und deswegen sicherlich die ein oder andere Akzentuierung ganz anders setzen und uns noch nicht mal direkt widersprechen. Aber ich bin Ihnen dankbar. Ich bin als Journalist natürlich von Kontroversen und hier klar zu rücken, dass es in bestimmten Phasen durchaus, dass der Taben trifft. Universalbank ist sehr hilfreich. Vielleicht als letzte Bemerkung, damit wir dieses Thema nicht überstrapazieren. Wir haben ja auch einen Zuruf noch von Herrn Rahmstorf, dass er dem Diskutanten zustimmt, was sozusagen auch den kritischen Umgang mit dem Thema Universalbanksystem betrifft, weil er hinweist auf die Konkurrenz der Sparkassen, die er hier auch für ordnungspolitisch unsauber erklärt. Das ist sein gutes Recht, das so zu sehen. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und nochmal das zweite Thema des Titels in den Mittelpunkt stellen, nämlich Globalisierung. Und die schlichte Frage stellen, sind Deutschlands Großbanken heute globaler als bei ihrer Gründung? Sie alle haben bestimmte Aspekte dieser Zeit beobachtet. Wie würden Sie das sehen? Catherine, my question now is... for all of you, not just for you, but for all of you, how global are the big German banks? Are they more global today than they were when they started, or was it other way around? So the floor is open to everybody, to everyone who would like to take the floor. Herr Blumpe, wenn Sie beginnen. Ja, das kann man ganz kurz machen. Also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vielleicht ganz einfach, aber die Deutsche Bank war zu Anfang regelrecht überkapitalisiert. Also man hatte viel zu viel Geld, wusste genau, was man anfangen sollte. Der Grund war schlicht und einfach der, man wollte sehr schnell international auftreten und internationale Niederlassungen machen. Und da ist man sehr erfolgreich damit. Das Kapitalproblem löst sich dann ja auch einigermaßen. Man ist in London vertreten, man macht, nachdem man sich eine blutige Nase in Lateinamerika und in Asien zu Anfang geholt hat, dann aber seit den 1880er Jahren eigentlich eine global aufgestellte Bank. Ein schwarzer Fleck dabei ist vielleicht, in gewisser Weise sind bestimmte Staaten des British Empire und Afrika, aber das ist eigentlich so ganz normal. Man ist sehr stark vertreten in Lateinamerika, man ist relativ stark in den USA, vor allem in Asien hat man eigene Niederlassungen, man ist in Europa fast überall vertreten. Wenn man so will, könnte man sagen, die Deutsche Bank ist von ihrem Geschäftsmodell her vor dem Ersten Weltkrieg in umfassender Weise eine globale Institution gewesen und war entsprechend dann eben auch in der Konkurrenz drin. Also viel von dem, was man ihr dann vorgeworfen hat, ist, dass sie international dann, sagen wir mal, auch selbstbewusst und zahlungsfähig aufgetreten ist. Das berühmteste Beispiel dabei ist die Bagdad-Bahn sicher. Nur, was noch nicht so der Fall ist, wie das heute ist, ist, dass die Bank selber in ihrer Organisation, in den Mitarbeitern, in den Qualifikationen und global ist. Da ist sie noch eine sehr deutsche Einrichtung, aber das teilt sie mit all ihren anderen Banken, die man in Frankreich, in Großbritannien, in England hat. Und man könnte in gewisser Weise sagen, was dann später zum Teil mit antisemitischen Grundtönen ihnen ja vorgeworfen ist, dass es so etwas wie eine Bankerinternationale gibt. Das gilt für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg natürlich auf jeden Fall. Man kannte sich, die kamen gut miteinander aus. Die Banker waren alle mehr oder weniger in den gleichen sozialen Kreisen unterwegs. Die Deutsche Bank mit den Speyers in London, mit den Speyers in New York, mit denen hier, mit den Zürchern, mit den Wienern, überall.
Also die Bank selber war eine deutsche Veranstaltung, ganz ohne Frage, aber sie war, wenn man so will, in einer Art globalen Bankwelt fest integriert. Da war sie auch nicht besonders, würde ich sagen, irgendwie ausgegrenzt oder sonst irgendwas, sondern das war eine Art Globalität, die vor dem Ersten Weltkrieg da war, die man als wirklich handfest bezeichnen kann. So, Herr Plumpe says, it was quite global before, from its activities, not from its internal stand, but from the way how they did their business, that was worldwide, before World War I. So how is this later or today? Could somebody complete the picture? So yeah, Catherine, please. There's a lot of comparisons made between the first globalization and the second globalization, as Verna has just pointed out. But we also need to think about how they're different. And one of the different aspects of the globalization that might be just about to come to an end, perhaps, is the intensification of financialization and financial flows and operations in the nature of the globalization above trade and commercial finance, which I think was more dominant in the 19th century. So if you're talking about geographic spread, I agree. Yeah, Deutsche Bank was a global bank in that sort of sense of the 19th century, and so it is still today. While its operations may have contracted to different financial centers, that was also a feature of the 19th century globalization as well, with the concentration particularly in the city of London, now in London, New York, and a range of other financial centers. I think of Deutsche Bank as still a global bank in the way that it is involved in global markets. There are measures of the volume of that kind of activity, but I do still see Deutsche Bank as a global bank in that sense. Thank you. Wir haben zwei Fragen noch vom Publikum bekommen, die ich gerne stellen würde. Ich danke für konzise Antworten, sodass wir in wenigen Minuten dann zu Harold James überleiten können. Die erste Frage: How do you think has the German federal system impacted the international competitiveness of Deutsche Bank, Commerzbank, before World War I and then in the early 90s? So the fact that we have a federal system and no real center of power. Is any one of you who would like to pick up on that question? German federalism, ja, Dieter Ziegler, bitte. Also für die Zeit vor 1914, denke ich mal, gilt das ganz sicher nicht. Denn überlebt haben als Banken langfristig ja nur diejenigen, die aus der Provinz nach Berlin gegangen sind, also in die Reichshauptstadt. Und zwar ganz einfach deswegen, weil dort der wichtigste Kapitalmarkt war. Und als im Universalbankgeschäft ist es eben extrem wichtig, eine enge Bindung zur Börse, und zwar zur wichtigsten Börse des Landes, zu haben. Das heißt, im Falle der Commerzbank, die haben gerade noch, aber wirklich gerade noch den Absprung geschafft, kurz vor der Jahrhundertwende nach Berlin zu gehen, hätten sie das nicht gemacht. Dann würden wir schon seit 1925 nicht mehr über die Commerzbank reden müssen. Viele andere Banken, also etwa eine Bank, die man eigentlich als aus der Sicht von vor 1900 als stärker ansehen würde, ist der Schaffhausensche Bankverein in Köln, der genau diesen Schritt verpasst hat und verschwunden ist. Ja, der ist von der Diskontogesellschaft aufgenommen worden und ist verschwunden. Also das Schicksal ist der Commerzbank eben durch diesen Schritt nach Berlin erspart geblieben. Das heißt, das ist extrem wichtig, auch nicht zuletzt natürlich auch wegen der Verbindung zur Politik, ne? Das Lobbying, dass man also direkt bei den Diplomaten und bei den, das darf man auch nicht unterschätzen, die Partys, die in Berlin im Kaiserreich laufen. Ja? Dass also am Wannsee man sich ständig trifft und da werden ganz wichtige Geschäftsabschlüsse sozusagen vorbereitet. Ja? Sowas, das ist jetzt, also sagen wir mal, die Superreichen des Kaiserreichs, die sitzen alle in Berlin, oder nicht alle, aber die allermeisten, und haben dort eben auch engen Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, Föderalismus erklärt vor 1914 nichts, ganz im Gegenteil. Wenn man sich darauf verlässt, dass an seinen Standort mag in Hamburg, Dresden, München oder Frankfurt, sogar Frankfurt sein, bedeutet, wenn man dort bleibt, man geht unter. Herzlichen Dank, Dieter Ziegler. Ja, Herr Nützenadel und Frau Sattler, nacheinander bitte. Ja, Herr Nützenadel, ja, die anfangen. Also wir bemerken schon,
dass die föderale Struktur der Bundesrepublik sich sehr stark auch im Bankensystem abbildet. Nach 1945, wir haben zwar eine Rezentralisierung der Banken 1957, aber die verschiedenen Zentralen bleiben ja bestehen und die Hauptfilialen werden unheimlich wichtig innerhalb der Deutschen Bank. Und die Möglichkeiten, sozusagen die Gesamtbank auch zu organisieren und das Geschäft ist, sozusagen von Frankfurt aus zu organisieren, die sind tatsächlich gar nicht so groß, weil diese Hauptfilialen eine unheimlich starke Rolle spielen innerhalb der Bank. Also sozusagen diese dezentralen Strukturen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbilden, die prägen die Gesamtentwicklung der Bank bis weit in die 90er Jahre hinein und stellen dann auch ein Problem dar, weil jede Reform eigentlich sozusagen diese Hauptfilialen mitnehmen müssen und die eine unheimlich starke Stellung haben, wenn es um die Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen geht. Danke. Friederike Sattler. Ja, als Ergänzung dazu, es ist sicherlich eine Frage der Organisationsstrukturen dieser Banken. Es ist in hohem Maße auch eine Frage der Konkurrenz, also des Wettbewerbs. Der ist in der Bundesrepublik durch die Länder präformiert. Also es gibt dann ab den späten 60er Jahren starke Landesbanken, die auch Universalbanken werden wollen. Es gibt ganz starke bayerische Banken, also die konservieren im Grunde genommen und eine Übersetzung des deutschen Bankensystems und erschweren es den Großbanken, sich auf den internationalen Wettbewerb zu konzentrieren. Das kann man vielleicht dazu noch ergänzen. Ganz herzlichen Dank. Ja, so, wir haben jetzt viele dieser Punkte, die ich ansprechen wollte, indirekt angesprochen. Sie haben ein bisschen auch über Governance gesprochen. Sie haben auch ein bisschen gesprochen über, wir haben lange gesprochen über Universalbank. Sie haben über das Spannungsverhältnis Hamburg, Frankfurt, Berlin, warum man in Berlin sein musste, gesprochen. Wir haben über Internationalisierung gesprochen. Jetzt ist hier noch eine Frage gewesen der Zuschauer. Was können wir denn aus diesen 150 Jahren für die aktuelle Krise lernen? Und ich glaube, this is the bridge to turn over to you, Harold James. Because now we may put that all together, what we have in the discussion for the very first moment. Thank you very much. Vielen Dank schon mal den Panelisten, die bis hierhin diskutiert haben. Bleiben Sie bei uns. Vielleicht ergibt sich in der Diskussion noch das ein oder andere. I would like to introduce Harold James. Ich kann das auf Deutsch machen, ich kann das auf Englisch machen, denn Harold James ist zweisprachig und versteht das ausgezeichnet. He's professor in European Studies and professor of History and International Affairs at Princeton University. You have been one of the co-authors of the 125 years history of Deutsche Bank. And therefore, we are very happy to have you for some impulse, for some keynote. And the floor is yours. Thank you for being here, Harold. Also, Herr Fechner, Detlef, ganz herzlichen Dank. Das ist sehr schön, war eine sehr anregende Diskussion. Und die Kernpunkte der Diskussion sind eigentlich schon angeschnitten worden. Und ich werde diese Punkte dann herausgreifen etwas und versuchen, einen Kreis zu schließen, weil es ist wirklich eine große Freude ist, hier in dem Rahmen mit diesen Autoren von diesen wirklich wunderbaren, zwei wunderbaren Büchern diskutieren zu dürfen. Ich habe einige Bilder, die ich präsentieren möchte und ich werde die Technologie, weil Globalisierung auch mit technologischer Fortschritt verbunden ist, versuchen zu teilen. Können Sie das sehen jetzt? Ja, ausgezeichnet. Wir sehen das. Vielen Dank. Wunderbar. I'll speak in English, if I may, for the rest of the presentation. But if there are questions in the discussion, I'd love to do them in German as well. It's a kind of coincidence that in 2020, two large German banks had their anniversary, 150-year anniversary. But like everything that people say is a coincidence, of course, it's not really a coincidence because 1870 was a really dramatic year. Germans were beginning to think of national unity. There was a big pressure for unification even before the outbreak of the Franco-Prussian War. And Germany,
the German state's vigorous export economy needed some sort of support, and that was the motivation. And you've heard Professor Ziegler, Professor Krumpler spell that out. So 1870 is the year of incipient globalization. And just in the same way, 2020, the year in which the coronavirus forced the two banks to cancel their planned celebrations, commemorations, is a year of deglobalization. You asked me, Detlef, about the current situation. And the current situation, I think everybody knows, is not very favorable, either for globalization or specifically for the German banks. This is a chart that I took from the Commerzbank publication. It's easy to update it. This is the share price development in the current century, in the 21st century. You can see it reflects very clearly the wave of what I'm going to think about as globalization, but it also shows the shock when the first beginnings of the modern deglobalization appear with the great financial crisis. The Deutsche Bank is today, in terms of the share price, roughly where it was when this graph was completed at the end of 2018. The Commerzbank share is less than half of that. So the simple measure, if you like, of share prices, Germans like to say they're in the basement, die sind im Keller. In 2018, the Commerzbank was taken out of the major share index, the DAX, and replaced by a dynamic, brilliant young company, which is was then at that time presented as Germany's answer to the outmoded character of the universal banking system, as the promise of fintech of the future. But now, as you know, Wirecard is in deep difficulty. In 2019, there was a beautiful interview in the Handelsblatt, a double interview with the chief executive of Deutsche Bank, Christian Sewing, and with Marcus Braun from Wirecard. And Marcus Braun was just exuberant that he was the person of the future and Sewing was the person of the past. Well, obviously things change, and that's a really big warning against making presumptions. But I think it's also important to say that globalization is really connected with technical change. And it's the technical change, the transportation improvements that create the global market in the middle third of the 19th century that the demand for trade finance is a response for. And in a similar way, I think this is obviously crystal ball gazing, but COVID is going to reduce supply chains. Trade in goods is probably going to be less important, but trade in immaterial things, trade in information, is going to be more important. And the question there, I think, is exactly the question that was raised just a few years ago. Are these universal banks the best way of handling that kind of trade in information? I wanted to think about globalization. Globalization, basically, over the 150 years that we're dealing with, follows a U shape. So there's a surge and uprise of globalization in the late 19th century and in the early years of the 20th century. The First World War is an abrupt shock to that. Obviously a substantial deglobalization in August 1914, an attempt then to resurrect globalization in the 1920s. And then as Professor Ziegler was saying, the German universal bank system was still very, very attractive, and the British were indeed looking to the German universal bank system. But then it really crashes, and it's a kind of beautiful irony that the report that Professor Ziegler mentioned, the Macmillan report, was published on July the 13th, 1931.
So that was the day when Jakob Goldschmidt's bank crashed. And that was the end of that particular globalization of the 1930s, is a decade of renationalization, barbarism, brutality. And it's a really stern warning, I've always thought, of the 1930s as a warning of what happens when globalization goes wrong. But at the moment, we are indeed in just such a phase. And I think that squiggle at the end of the old-fashioned German U is a nice kind of indication of the kind of uncertainty about our modern globalization. This is a more formal way of representing the same sort of story of cross-border integration. And I think it's striking in the story that the books tell, there's a slight difference in approach. I recommend both of the books, but the Commerzbank story takes a more classical division into the boundaries set by big geopolitical events, whereas the Deutsche Bank history actually very, very explicitly takes this globalization and then deglobalization after 1914 and reglobalization only, well, I think you can have a discussion whether it's from the late 1970s or from the late 1980s. I mean, certainly it's intensified in the late 1980s and in the 1990s. The theme of that has already, I think, been nicely set out in the discussion before. That is, if you want to succeed in this global world, you need to be very big. Size is an advantage. In 1914, the Frankfurter Zeitung, the prestigious paper that was the predecessor of today's Frankfurter Allgemeine Zeitung, the Frankfurter Zeitung praised Deutsche Bank as the biggest bank in the world. In the 1990s, its managers, directors had that kind of ambition as well. But the problem is really to do, and I think that was also laid out in the discussion, with what happens when you want to grow very quickly. Growing through mergers is difficult because it's a question of merging different cultures. Banking is very much about relationships, and the relationships cultivated by particular firms, particular institutions are very, very important. If you look at the story of Deutsche Bank, one of the vulnerabilities growing into the Great Depression was that it was the product that Deutsche Bank got very much bigger in the late 1920s because of a big merger between Deutsche Bank and Discountergesellschaft. And there was an enormous amount of rivalry between the people who came from the different institutions. And that's played out very dramatically in the years after the financial crisis, with all kinds of recriminations between the people who come from Discountergesellschaft, which thought of itself as a better and more established, more conservative, more traditional bank, and Deutsche Bank, which was slightly wild in its reputation. That clash between being wild and being conservative plays itself out, obviously, in the recent period that's nicely described in the book by Catherine Schenk. And in particular, these two big mergers, Morgan Grenfell, quite a problematical bank in the late 1980s, subject to all kinds of investigations, and Bankers Trust then in the late 1990s, brought a culture clash that was never really, really satisfactorily resolved in the big bank. But the situation with Commerzbank was much, much worse in that there's also a big merger relatively shortly before the financial crisis in 2008, taking over Eurohypo. That's absolutely designed for a different kind of purpose as a merger. It's designed to be a sort of what
what people call a poison pill defense, that it makes Commerzbank too big to be taken over. The taking over of Eurohypo, the bank that was a kind of offshore vehicle for the real estate investments of Commerzbank and Deutsche Bank and Dresdner Bank, the kind of pooled effort, was really a source of terrible vulnerability. And that's played out quite nicely in the chapters. I think one of the nice things of commenting also on two wonderful histories is that in a sense history is always there. It struck me particularly in reading the early chapters of the book that there were sentences, opinions, verdicts made that you could take out and that could apply to very, very different functions. Indeed, it sometimes seemed to me that you could really operate with this history with the Microsoft Word cut and paste function, that you could just take out these verdicts. For instance, let me give you just a few. There was, they were told in Werner Klumper's contribution, there was public criticism of dangerous foreign investment. The news from the USA with numerous cases of fraud, speculation, unscrupulous business policy of so-called robber barons, the trusts, was so sensational as it was repulsive. Yeah, well, I mean, you could really just put that chapter, those words, I think, in Catherine Schenk's piece as well. One bit of the discussion that is, I think, a little bit under-illuminated in the presentations that we've heard so far is the question of how important individuals are in shaping the strategy of a bank, and how important a kind of corporate culture is. So there are these very, very striking individuals, the people who set up Deutsche Bank, Commerzbank, the figures who rebuilt those banks after the Second World War, Hermann Josef Apps in particular for Deutsche Bank. And there are the people who drive the internationalization of the bank. In particular, in Deutsche Bank, in the case of Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, who was tragically murdered in 1989, just at the moment of the geopolitical change, by terrorists from the Red Army brigades. These figures play a big role, but obviously, in more recent history, there's a discussion of the individual responsibility, the particular figures in the bank who made, for instance, this Eurohypo measure, or did Joseph Ackermann push globalization too much? It's really very much a question there of culture, I think, as well. You can think of banks having a particular culture. Part of the problem of was that the merger of cultures didn't work. There was a clash of cultures within the bank. And then you also see how difficult it is to change this, actually. One of the slogans that the CEO, Andrew Jain, in Deutsche Bank started off with was Kulturwandel, or cultural change, a cultural shift. But it's not clear that he really accomplished, was able to accomplish very much of that. As a kind of indication of it, I think there's one issue that is really very, very nicely highlighted, in particular in Catherine Schenk's contribution. It's this question, sometimes posed as a question after the global financial crisis, polemically put in the title of a pretty dense article by some data-driven economists. Would Lehman Brothers have failed if it were Lehman Sisters?
And that theme was then taken up. Christine Lagarde in the International Monetary Fund gave a great deal of attention to that article, that what banking lacked was that it was not feminine enough. It was driven by a hyper-masculinity. This is a picture of Deutsche Bank, the executive of Deutsche Bank with Alfred Herrhausen in the middle in 1988 with the first woman who was a member of the Vorstand, Ellen Schneider-Linné, but she was not replaced. And if you look, for instance, in the global, in the executive committee of the bank in 2004, it looks pretty homogenous. The group executive committee it was the effective leadership of the bank from 2002 to 2015. It never had any women, even though at one point it was expanded in size in order to be more representative. And so I think at the moment, you know, you've just had, if you think of events that are in the headlines, you've just had the resignation under pressure from an activist investor from Severus of the chief executive and the chairman of the supervisory board of Commerzbank. And there's a lot of discussion in the newspapers about who should be the successor. The first woman on the Vorstand of Commerzbank was only appointed, I believe, in 2017, Bettina Orlopp. And she looks as if she is a favorite to be the new face of something that would be a renunciation of the old culture of the bank, the culture, the toxic culture of Lehman Brothers. I don't want to conclude, though, without one element or one question, perhaps, about the history. It's very, very difficult, I think, always to write the history of the very recent period. It's, I think, difficult to see how the deglobalization of today is really going to work itself out. But I think it was at least a pity that the Deutsche Bank history didn't include in it any reference to probably Deutsche Bank's best known customer today, the deglobalization, the deglobalizer of the world, the deglobalizer in chief of the world, Donald Trump. If you want a symbol of deglobalization, it's really the story of the interaction of Donald Trump and Deutsche Bank. And that, I think, is a sad story with which to conclude. But on the whole, then, this is a story of the dramatic success of a particular kind of institution in managing a particular kind of globalization. And it managed that two times, the German model. The first time, I think, much more successfully than the second time. And that comes out nicely in the histories. But how these institutions are going to deal with the current deglobalization is a question that I think is open. And it's a question that will concern everybody. Thank you so much. Thank you very much, Harold. So we try to reinstall that we can see each other better. Yes. Thank you very much for this keynote. And now I have already a few questions that I would like to raise, but I don't want to misuse my privilege. So is there a question from your side, from the experts, from the two books, addressing to Harold James? Yes, please, Catherine. I just wanted to comment on, thank you very much for those comments, Harold, on the question you raised about the tension between how important were individuals and how important is a corporate culture and institution. And I think as historians, we all grapple with this a little bit, and in a sense, we're trying to draw a history
of the institution and how it changes over time, while still knowing that it's the agency of the people who are taking the decisions that execute change. So I think this is quite an important tension. I think particularly for the later period, the nature and the high profile of the bank, particularly maybe Joseph Ackerman in the period I was writing about, it's very easy and it's a good shortcut, particularly for journalists or with the public, to understand or characterize the bank through the individual characteristics of the most visible spokesperson for the bank. But I think as historians trying to seek a more nuanced view, seeing perhaps the people that come to the leadership of the bank as being a product of the bank's strategy and the product of a more collective movement is another kind of balancing way to think about that tension between the individuals and the corporate culture. But it's a very difficult one to escape from, for sure. I wanted just to comment on Ellen Schneider-Linné, because I became a huge fan of hers. She was the one woman in the Vorstand until 2016, and she was a very strong character and hugely influential, I think, in the board. Very important during the takeover of Morgan Grenfell and during the strategies about what to do about the investment bank, and a huge champion of Deutsche Bank, and was really leading the charge towards retaining the traditional universal bank characteristics, despite the fact that she had been at the London branch. She was the English speaker and more embedded in that kind of, or knowing of that Anglo-American culture. So I just wanted to comment on her contribution, which was also public. So she wrote academic papers and contributed speeches on the nature of German governance and the contrast between German governance and English legal and governance structures and elsewhere. That's absolutely right. I mean, she was really a truly remarkable woman, and she did an enormous amount in terms of also thinking about the way in which the bank would approach the issue of credit to remote countries, to the internationalization of giving credit. I mean, I remember I had one conversation with her. Very, very impressive. But however impressive she was, it's surely not a reason not to appoint another woman until over 20 years later. So can I add one more woman who was the other one, only other woman to have a photograph, I think, in the book, who was Karen Weaver, who was the head of the research at Deutsche Bank in the United States, and who traveled to California in 2007 to interview those who were giving out mortgages, and came home and really kind of blew the whistle, I think, on what was happening at that time. You're absolutely right. I mean, I would have said that if I'd had more time. That was one of the beautiful parts of the book. But it's also a brilliant exemplification of the Lehman Sisters argument, I think. And we have some two questions which follow ups on what you have said, and I would like to raise these questions to you, Harold James. The one is from Klaus Haupt, and he's asking, if we're talking about deglobalization permanently, is the problem different for German and European banks on the one hand side and US banks on the other? I think that's all already been evident since the financial crisis. So, I think it's too easy to say that deglobalization just starts with 2016 and Brexit or the Donald Trump election. But deglobalization, in a sense, already begins with the global financial crisis. And since the global financial crisis, it was much more difficult for non-US banks to operate in the United States. That just by itself puts a brake, because the United States, as the big financial center, and as the dollar market is really the critical part of the international monetary system, finding it difficult to operate in the United States. And obviously, I'm not saying that the reason the Deutsche Bank is facing difficulties is just because of nationalistic regulations, also because of the mistakes
the Deutsche Bank made up to 2007, 2008 in the mortgage market in other areas. But in general, non-US banks in the United States. And so you've really seen a resegmentation of the market. There's something quite interesting here as well. If I just would push on a little bit with that question, that it's also difficult for German banks to operate in Europe after the financial crisis, because we're talking, when we have this big high-level discussion, we're talking about Deutsche Bank as a group, but legally there are all kinds of different companies, and Deutsche Bank SPA is a company that is based in Italy and is regulated by the Italian regulator. It cannot simply transfer money backwards and forwards to Deutsche Bank AG in the aftermath of the financial crisis, when there are national regulations about this. So the segmentation of the European market is also, I think, a feature after the financial crisis, which limits the effectiveness of the big European banks. It's easier, really, for the big Spanish banks that operate in Latin America to do their operations than it is for the German international banks. Ja, ich meine, eine kurze Anmerkung dazu, gar nicht so konkret jetzt, aber wenn man sich die Geschichte der Deutschen Bank der Globalisierung seit den 1870er, 80er Jahren anschaut und das vermehrte internationale Auftreten, was man einfach nicht unterschätzen darf, ist, mit der Globalisierung nimmt natürlich auch die Konkurrenz der Banken untereinander zu. Und die Deutsche Bank hat in den USA vor 1914 jedenfalls immer auf härteste Konkurrenzbedingungen gestoßen und sie war da durchaus nicht immer erfolgreich. Also die Vorstellung, dass die Globalisierung so etwas ist wie eine Art Wohlfühlprogramm für alle, es wächst, es gedeiht und wir haben überall Paradies, das ist alles großartig, die Vorstellung ist absurd. Die Globalisierung führt dazu, dass Unternehmen aus Deutschland, aus Frankreich, aus den USA, aus Großbritannien um Märkte in ganz heftiger Weise konkurrieren. Und das muss man einfach ganz deutlich sehen, dass seit der Finanzkrise die Konkurrenzbedingungen natürlich noch sehr viel schwieriger geworden sind und sehr viel härter geworden sind in einem in der Tat gar nicht mehr so allgemein expansiven Markt, sondern der sich ganz anders darstellt. Und wenn man die Zeit von 1914 ist in der Hinsicht ja dann wirklich interessant. Wie gesagt, die besten Diagnosen stellt der Pathologe. Also da, wo es abgelaufen ist, da weiß man einigermaßen, wie es geht. Und man muss einfach sehen, Globalisierung bedeutet vor 1914 massive Zunahme der internationalen Konkurrenz. Ja, das ist ein Punkt, den darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass dann natürlich auch die Banken dazu gezwungen sind, regelrecht häufig Geschäftsfelder zu suchen oder eine gewisse Dynamik an den Tag zu legen, wo man hinterher sagen würde, mein Gott, ihr seid doch verrückt gewesen, dass ihr das gemacht habt. Aber aus einer bestimmten Konkurrenzsituation ergeben sich eben bestimmte Strategien und Geschäfte. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Und ich finde, das hat Catherine ja auch sehr schön gezeigt, dass die Deutsche Bank und die anderen deutschen Banken, als sie ins internationale Investmentbanking hineinkommen, das sind ja nicht die Ersten, die da sind, sondern da gibt es ja ganz viele andere. Das ist ja eine harte Konkurrenzwelt, auf die man da trifft. Ja, ich will das absolut nicht bestreiten, aber ich wollte auf ein Dilemma hinweisen oder ein Paradox hinweisen. Also wenn man erfolgreich sein will, soll man so schnell wie möglich expandieren, groß sein. Also das bedeutet Konkurrenz. Aber wenn Sie die Liste anschauen, wer die größte Bank der Welt gewesen ist, dann sind das Banken, die oft vor einem Abgrund stehen. Also in den 90er Jahren waren die größten Banken der Welt japanische Banken. 1914 war die größte Bank der Welt die Deutsche Bank. Wurde behauptet, ob das so ist, das muss man noch ganz nüchtern sehen. Jetzt sind es chinesische Banken. Und das ist, und der Dilemma, und das muss man wirklich betonen, der Dilemma, der wichtig ist, also wenn man immer wächst, dann wird man auch komplexer und unübersichtlicher. Natürlich. Das war das Problem der Deutschen Bank in dieser Hyperglobalisierungsphase. Das ist das Problem, aber das sehr, sehr schwierig zu bewältigen war. Sie können sich erinnern vielleicht an dem Wort von dem Frau zurückkommen, die
zurückzukommen, die sehr einflussreich gewesen ist. Kim Hammond als CFO der Deutschen Bank hat gesagt, das sei die dysfunktionalste Institution, mit der sie je verbunden gewesen ist. Das war die Komplexität. Und das war auch das Problem. Also Citigroup war unter den amerikanischen Banken bei weitem das auf der Welt ausgebreiteste. Und das war das, die Bank auch mit großen Governance-Problemen. Also man will wachsen, aber mit dem Wachstum wird man einfach zu groß, zu komplex und zu unübersichtlich. Also das, dieses Dilemma wollte ich wirklich hier betonen. Ja, thank you, Harold. Das bringt mich automatisch, also Sie führen mich automatisch auf die Schlussfrage meinerseits, die ich zusammenbinde mit einer Frage, die aus dem Publikum nochmal kam. Die Frage aus dem Publikum kommt von Frau Bachmann, die sagt, wie sehen Sie die Zukunft der deutschen Großbanken, nachdem wir jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen haben. Ich würde das gerne noch verbinden mit der Frage, wir haben jetzt sozusagen die Capacity to adapt to environment, die Anpassungsfähigkeit gesprochen, wie hat die Deutsche Bank, wie hat die Commerzbank, wie haben andere Großbanken sich an das angepasst, was an Außenbedingungen da war. Sie hatten die Kurve gezeigt, was das hieß im Sinne von Globalisierung. Wir haben die Aktienkurse gesehen, sozusagen, was hieß das in Form von Market Cap oder vielleicht auch von Bedeutung und Größe. Das lässt ja unterschiedliche Antworten offen. Also, wenn wir verbinden, wie sieht die Zukunft aus und wie würden Sie auf Basis der Rückschau auf diese 150 Jahre Großbanken, Universalbanken in Deutschland jetzt auch die Fähigkeit beurteilen, sich einem sich sehr stark wandelnden Umfeld anzupassen. Harold James, wenn Sie das als Schlussfrage mal dort loslegen und wenn der ein oder andere noch etwas ergänzen will, dann sehr gerne. Ja, ich bin natürlich nicht Futurologe, also das sind die anderen Teilnehmer an dieser Diskussion auch nicht. Also ich würde einfach auf das, was ich schon gesagt habe, zurückkommen, dass dieses Problem der Größe, der Exponiertheit, wenn man sehr, sehr groß ist, doch eine zu beobachtende historische Tatsache gewesen ist. Und dass chinesische Banken zu groß im Moment sind, ist glaube ich, also als Problem anzuschauen jedenfalls. Und eine Bank ist natürlich auch unübersichtlich, also das kann der Außenstehende im Moment nicht gut wissen. Aber ich glaube auch feststellen zu können, dass die Bewegung in Richtung neue Technologien in der Finanzwirtschaft doch eine jetzt und wird auch wie viele Sachen, die Covid-Krise ist ein Beschleuniger. Das wird auch beschleunigt von der Covid-Krise. Und dass man also mehr Nicht-Banken im Finanzdienstleistungssektor haben wird, also wo man jetzt, wo das deutsche Publikum Aktien kauft, sie geht zum Internet und macht das auf Revolut, nicht mehr durch die Bank und also ob ein bestimmtes Unternehmen so in dieser Form weiter existieren wird, das ist natürlich nicht vorauszusehen. Aber man weiß, dass sich die Institutionen sehr bewusst über diese Herausforderung und die werden sich auch ändern und anpassen. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe in dieser Sekunde keine weitere Wortmeldung. Deswegen würde ich das zum Anlass nehmen, hier mal einen Punkt zu setzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Diskussion. Thank you very much for this discussion to the panelists. Ich bedanke mich vor allem für die unglaubliche Geduld und auch das Mittun, das Engagement, die vielen Fragen, die wir bekommen haben von dem Plenum. Wir sind die ganze Zeit ungefähr 200 gewesen.
Das ist eine tolle Zahl für dieses tolle Wetter draußen und dann so ein vergnügungssüchtiges Thema, das wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, da können wir ein herzliches Danke an Sie sagen. Ich hoffe, Sie haben viel gelernt. Ich habe sehr viel während dieser Diskussion auf jeden Fall für mich gelernt. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben nicht genug Food for Thoughts bekommen, dann denken Sie heute Abend darüber nach, ob die Welt eine andere wäre, wenn niemand Francis Leland Sisters gewesen wäre. Oder denken Sie darüber nach, ob der Titel Globalizer in Chief ein Ehrentitel sein kann. Sie haben Globalizer in Chief. Globalizer in Chief. Sie haben auch am Rande noch das ein oder andere mit auf den Weg bekommen und ich darf als jemand, der in Vorbereitung dieser Diskussion die Bücher gelesen hat, auch gerne nochmal die Bücher empfehlen. Mich ganz herzlich bedanken beim Institut für Bank- und Finanzgeschichte und beim Center for Financial Studies, dass Sie diese tolle Diskussion hier organisiert haben. Und es gibt sicherlich viele Anknüpfungspunkte bei den nächsten Veranstaltungen, um über 150 Jahre Universalbankengeschichte und hoffentlich noch ein paar Jahre mehr weiter zu sprechen. Mit diesen Worten beende ich unsere Diskussion, bedanke mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Danke.